Hallo alle zusammen, hallo Suhila, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Hallo. Suhila, vielen Dank, dass du dich heute ein bisschen vorstellst in unserer Gruppe. Das ist absolut klasse. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Das heißt, ich weiß schon, was du tust. Und Ich vielleicht weiß auch schon. erzählst du einfach mal ein bisschen was jetzt von dir persönlich und natürlich von dem, was du machst. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Suhila, das seht ihr auch hier in diesem Schriftzug. Superhirnladung ist mein Business. Bei mir geht es rund ums Thema Lernen, also wie man innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit sich neues Wissen aneignen kann. Das ist mit Gedächtnistechniken geht es ganz, ganz schnell. Und oft hat man ja so eine Hürde, wenn es ums Thema Lernen geht. Das kommt einem schwierig vor, abstrakt vor und dann findet man gar nicht so die Verbindung zu diesem Lernstoff. Und mit Hilfe von Gedächtnistechniken, ihr kennt wahrscheinlich die Eselsbrücken. Gedächtnistechniken ist sozusagen ein, ja, systematisierte Eselsbrücken. Findet man einfach ganz, ganz leicht diese Verbindung und kann sich dann Wissen ganz, ganz einfach aneignen. Das ist mega spannend. Also ich kann an der Stelle schon sagen, ich kenne Suhila ja auch ein bisschen länger. Ich habe ihren Kurs erworben für meinen Sohn. Der ist jetzt 14 Jahre alt, besucht die Schulklasse 9, ist jetzt dabei, sich das, je nachdem wie er so Zeit hat, Stück für Stück anzueignen. Und sagte schon, er ist jetzt an einem Punkt, Mama, du musst mal mit mir zusammen gucken. Das heißt, ich werde damit einsteigen. Und ja, das ist mega spannend. Ich habe auch schon das eine oder andere Video, Suhila, was du so reingestellt hast, auf deinen Kanälen veröffentlicht hast, mal mitgemacht und gedacht, wow, hätte mir das doch mal einer zu meiner Schulzeit bitte erzählen können, wie leicht das alles geht. Ja, ich habe mich da abgekämpft, irgendwelche Karten aufzumalen, Großstädte, Flüsse, alles einzuzeichnen, ist jetzt mal so ein Beispiel. Ja, und dann habe ich das alles gelernt, dann habe ich im Test auch meine Eins geschrieben und nach diesem Test war es aber auch alles wieder weg, ja. Ja, genau. Cool. So, und auch diese Hürde zu nehmen, das Auswendiglernen, ja, das ist ja, gut, wem das leicht fällt, vielleicht, aber ich finde es einfach auch trocken und es macht irgendwie keinen Spaß. Ja, und von daher bin ich da jetzt sehr gespannt, wenn ich weiter tiefer in diesen Kurs einsteige, mit meinem Sohn zusammen möglicherweise, was wir da alles noch entdecken dürfen, wie ihm das hoffentlich die Klasse 10 auch noch viel, viel leichter machen wird. Studium noch und Berufsalltag auch. Ja, Ja, genau, auf genau, weil jeden Fall. Berufsalltag, also ich habe ja auch schon gesagt, ich brauche das unbedingt für meine Vorträge, weil es ist wirklich ein halbes Leben oder das, was man sagen möchte, in 10 Minuten fassen, ist unglaublich schwer. Und da hilft es, glaube ich, sehr, wenn man einfach das gut gelernt hat, um das automatisch abzuspulen und trotzdem Leben drin zu behalten, weil oft ist auswendig gelernt so platt. Hört sich eben nicht mehr lebendig an und das ist gruselig. Genau. Und Irina, du hast ja auch gesagt, es gibt Leute, die können gut auswendig lernen. Das stimmt. Ich war eigentlich auch so eine, die immer sehr, sehr gut auswendig lernen konnte. Aber die Gedächtnistechniken, die ermöglichen es einem eben auch noch, so wie ein Computer, direkt punktgenau Dinge abzurufen. Ich nehme jetzt oft das Beispiel von dem Alphabet rückwärts lernen. Das Ja. heißt, auch kleine Kinder können schon das Alphabet rückwärts lernen. Man kann aber auch noch sagen, zum Beispiel, welcher Buchstabe an welcher Stelle steht, ne? Oder wenn man Das jetzt ist Städte lernt oder Länder lernt, kann man punktgenau genau. sagen, welches Land jetzt an 25. Stelle steht Ja, in der Bevölkerungszahl. kommt ja auch so vor, ne? Da muss man noch den größten Fluss mit benennen, das größte, weiß ich nicht, Gebirge mit dazu benennen und solche Geschichten. Und ja, dann wird es echt komplexer, sich das alles zu merken. Und deine Techniken sind da einfach grenzgenial. Ich habe sowas vorher noch nie gehört und habe echt nur gedacht, ja, Danke, ich bin jetzt leider aus der Schule raus, aber du sagst ja auch, und das finde ich mega spannend, dass man diese Gedächtnistechniken in seinen Alltag mit reinbeziehen kann. Und das finde ich super, wenn du da hier auch in der Gruppe immer mal wieder so einen Tipp geben kannst, weil wir sind ja auch mit Technikgedöns überfordert oftmals im Alltag, ja hier in unserem Online-Business ganz konkret. Und ja, alles, was uns das leichter machen kann, nochmal was Neues dazu zu lernen, das ist natürlich willkommen. Ja, absolut. Und es ist halt so genial, weil eben jetzt dir wird es helfen für dein Business, gleichzeitig hilft es aber auch deinem Sohn oder deiner Tochter, je nachdem, ne? Also Ja. man kann es für die gesamte Familie benutzen und es basiert eigentlich immer auf der gleichen oder auf gleichen Techniken und man kann es halt dann je nachdem
für sein Lernthema dann auch anwenden. Ja, das ist mega spannend. Also da könnte ich mir vorstellen, können wir echt noch ein bisschen Hilfe von dir brauchen. Wie kann man das dann jetzt wirklich auch auf andere Themen umbrechen? Das ist so das, was Leo mir jetzt auch schon mal gespiegelt hat, dass er dann, oh Mama, jetzt guck mal mit da rein. Also da bin ich gespannt, ob ich da kreativ genug bin, sonst werde ich dich mit Fragen löchern. Und man wird kreativ, ne? Also Übung macht die Meisterin oder Übung macht den Meister. Je öfter man sich diese Verbindungen macht, desto schneller geht es dann auch irgendwann. Ja, okay. So, Hila, hast du was Spannendes fürs nächste Jahr in Planung? Ich lasse mich überraschen. Nee. Ich habe jetzt gerade einen Online-Kurs rausgebracht, den du ja schon davon ein bisschen, genau, den du schon in Gebrauch hast. Ja. Außerdem habe ich heute gerade ein neues Video gemacht zum Thema Sprachenlernen. Ich würde gerne nächstes Jahr eine Videoreihe veröffentlichen auf meinem Facebook, auf meiner Facebook-Seite, wie man innerhalb von kurzer Zeit auf eine neue Sprache bis 10 zählen lernt. Also wenn jetzt hier irgendjemand dabei ist, der eine andere Sprache hat, außer Deutsch als Muttersprache oder die Sprache gut beherrscht, der kann mir gerne schreiben und zeigen, wie das geht. Und auch die Aussprache ist ganz, ganz wichtig. Und ich zeige dann eben mit Hilfe der Gedächtnistechniken, wie man sich das ganz, ganz schnell aneignen kann. Und eben nicht nur das Zählen 1, 2, 3, 4, 5 bis 10, was wir ja oft machen in Sprachen, sondern wie man dann punktgenau auch sagen kann, 8, die Nummer 8 zum Beispiel auf Vietnamesisch ist Dam. Oder wie man das eben punktgenau abrufen kann dann. Okay, super. Ich habe einen Wunsch. Vielleicht kannst du dir was überlegen, wie man, selbst wenn man Grundkenntnisse in Englisch hat, so wie das bei meiner Person der Fall ist, das aber jetzt 25 Jahre nicht gesprochen hat, wie komme ich wieder rein und wie kann ich es ausbauen? Weil wir kommen ohne Englisch alle, glaube ich, nicht so wirklich klar. Und da ist genau das Gleiche wieder. Ja, also ich muss mir Vokabeln reinknallen und diesen ganzen Kram. Da fange ich schon mal an und sage, ich habe keine Lust. Kann ich dieses Wissen nicht irgendwo auch auf Deutsch bekommen? Und damit macht man sich das schon ein bisschen schwer. Ja, weil viele Sachen werden auf Englisch angeboten. Oh, schau mal im Videokurs, da ist das nämlich auch behandelt. Aber ich kriege gerne auch hier... Habe ich das schon hier und noch bin ich noch nicht so weit? Okay. Genau. Ja. And just practice. Ich meine, Sprachen lernen ist sprechen, 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 sprechen. Ja, absolut. Und aber ich finde, man hat schon mal die erste Angst so ein bisschen verloren, wenn man merkt, oh, das darf leicht sein. Genau. Ja? So, weil dieses Schwere, das ist einfach schwer. Man hat immer das Gefühl, was Neues lernen ist schwer. Ja, man muss unglaublich viel reingeben, man braucht viel Zeit. Wenn wir eins nicht haben in unserem Alltag, ist es die Zeit. Ne? So, und wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, okay, was Neues lernen darf leicht sein und möglichst kriege ich das auch noch schnell hin, ja, dann habe ich im Idealfall sogar noch Spaß dabei. Ne? Und das wäre natürlich der Hammer. Im Idealfall, genau. Ein traumhafter Gedanke, ja. Ja. Genau, und ich möchte halt einfach Mut geben. Ich meine, wir kennen die Leute von Wetten, dass oder von den ganzen Quiz-Shows, die so super intelligent sind. Ne? Und wir denken halt immer, wow, das sind irgendwelche Super-Genies. Tatsächlich steckt aber bei den meisten so eine ganz, ganz einfache Technik dahinter. Und jeder ist in der Lage, eben Gigantisches aus sich rauszuholen. Ja, ja, fantastisch. Also ich finde das fantastisch, was du machst. Ich finde das fantastisch, dass du das in die Welt bringst. Und jetzt wäre es noch fantastischer, wenn du unsere Gruppe damit natürlich ein bisschen begeistert und hier oder da einfach wertvollen Input immer mal wieder gibst. Wir werden auch irgendwie und irgendwann einen Raum öffnen für Werbung. Also das wird dann wahrscheinlich themenspezifisch sein oder tagesspezifisch. Und wäre klasse, wenn ihr euch dann natürlich auch ein bisschen dran beteiligt oder generell einfach beteiligt, damit diese Gruppe hier wirklich lebt, weil wir wollen hier on fire gehen und nicht wieder eine neue Gruppe aufmachen, die am Ende nur so dümpelt und naja. Ne? So, darum sind wir auf jeden angewiesen, mit ein bisschen Einsatz dabei zu sein, aber ich weiß, Julia, du machst das auch schon in anderen Kanälen sehr aktiv, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich von euch auf jeden Fall zu lernen. Ich weiß, ihr habt große Expertise. Und da freue ich mich auf jeden Fall. Ja, alle gemeinsam am Ende kommen wir ins Ziel, ne? Und viel, viel leichter und vor allen Dingen mit viel mehr Spaß. Und wir haben eben schon eine Make-up-Stylistin gehabt.
und noch wahnsinnig viele interessante Menschen mit tollen Tätigkeiten einfach in der Gruppe, sodass wir gemeinsam voneinander unglaublich viel lernen können und viel rausbringen können in die Welt. Ich glaube, das ist echt eine richtig gute Sache. Auf jeden Fall. Ja, cool. Und ich hoffe halt einfach so ein bisschen, dass durch diese Interviews dieser erste Schritt, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, oh, da kann ich mich mal melden, da kann ich mal eine Frage stellen, dass der dadurch einfach ein bisschen erleichtert wird. Ja? Also ich kenne bislang keine Gruppe, wo sich die Mitglieder mittels eines Interviews vorstellen. Das ist hier schon mal eine Sache, die anders ist. Mhm. Wir haben noch ganz viele andere spannende Sachen im Hintergrund, die alle so nach und nach hier reingegeben werden. Deswegen ladet doch gerne wirklich Menschen ein, von denen ihr glaubt, die werden hier in der Gruppe gut aufgehoben, immer gerne. Mhm. Aber guckt ein bisschen. Also nicht jeden wild einladen. Also wir wollen hier schon eine Community, wo wirklich Leute drin sind, die hier mit uns in eine Richtung segeln. Wenn ein paar dabei sind, die sagen, oh naja, ich gucke mal ein bisschen und da passiert nichts, da ist es auf Dauer nicht das, was wir hier brauchen. Ne? Aber wenn ihr jemanden habt, der passt, super gerne, herzlich willkommen. Genau. Ja. Möchtest du noch irgendwas, hast du noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest, Suhila? Nö, ich finde es auch eine tolle Idee mit diesen Interviews hier, weil halt eben man lernt die Leute halt ganz, ganz anders kennen, als wenn es erstens nur schriftlich wäre oder gar nicht wäre. Ich finde es auch eine richtig tolle Idee. Ich freue mich. Dankeschön. Super, sehr schön, vielen Dank. Danke. Dann nochmal danke. Wir sehen uns in der Gruppe und ich freue mich ganz viel von dir zu hören und mit dir gemeinsam loszusegeln, wie wir so schön sagen. Danke euch. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.